verlassen, bevor wir die Reiseflughöhe erreicht haben. Das ist in wenigen Minuten der Fall. Bevor irgendwas passiert, habe ich heute mal euch eigentlich diesen Slide mitgebracht. Ich springe einfach gleich rein. Also, ich hatte überlegt, Vorlesungen sollten eigentlich schon auch so Abstracts haben oder so Trailers sozusagen, damit man sagen kann, soll ich jetzt 90 Minuten zuhören oder wie. Habe ich heute mal versucht, weil es wieder so ein dichtes, komplexes Thema ist, was wir jetzt wieder aufmachen, dass ich gedacht habe, man kann es ja mal versuchen, auf einem Slide so kurz wie möglich zu sagen, was hier und worum es hier eigentlich geht. Und zwar kann man sagen, was uns heute beschäftigt ist, wenn Y genau keine metrische Response-Variable ist, wie wir es bisher immer im linearen Modell gehabt haben. Zum Beispiel, wir haben stattdessen, hast du eine Internetsucht oder hast du keine Internetsucht? Oder wir haben ja auch ganz ungeordnete Kategorien, das besprechen wir heute nicht, aber das gibt es auch. Also einfach vielleicht möchtest du Blutgruppe vorhersagen. Hast du drei, vier Kategorien? Wie machst du das? Das kannst du doch nicht modellieren im linearen Modell. Noch ein bisschen einfacher, ein bisschen häufiger geordnete Kategorien. Also Schulabschluss zum Beispiel. Also so eine ordinale Variable. Wie machen wir denn das? Wenn ihr mal zurückschaut, haben wir es bisher einfach gar nicht gemacht. Wir haben einen Mantel des Schweigens drüber gehüllt. Wir haben im ersten Semester darüber gesprochen. Wir haben vielleicht mal eine Spearman-Korrelation gerechnet mit etwas Ordinalem. Aber in ein lineares Modell passt es bisher nicht rein. Und auch sehr schön Zähldaten. Sogenannte Poisson-verteilte Variablen. Ja, Dinge, die vielleicht auch selten vorkommen, aber Dinge, die man so an einer Hand abzählen kann. Fußballtore, Rehospitalisierungen. All diese Dinge, wenn die vorliegen, wenn das eure Zielgröße ist, die ihr modellieren möchtet, dann funktioniert der Ordinary Least Squares nicht. Das wäre unsere Waffe bisher. Also minimiere die Summe der Abweichungsquadrate. Also sozusagen, wir folgen dem Ausdruck im linearen Modell. Das funktioniert einfach nicht. Dann mache ich Folgendes. Seit etwa 50 Jahren gibt es das, seit 1972 etwa, da hat Cox diese Idee vorgeschlagen. Modelliere nicht Y selbst, sondern finde stattdessen eine sogenannte Link-Funktion G von Y. Also ist ganz allgemein, einfach, wir wissen noch nicht, was das ist, es kann unterschiedliche Formen annehmen, aber wir suchen eine Funktion von Y, man könnte auch sagen unter Psychologinnen und Psychologen, eine Transformation von Y, sodass diese Transformation oder diese Link-Funktion sich dann wiederum schön, ordentlich, linear verhält und wir auf der rechten Seite veranstalten können, was wir alles kennen über das lineare Modell. Diese Link-Funktion zu wählen, ist dann schon wieder das Kleingedruckte. So, was machst du dann? Du hast dann ein neues Problem. Du musst nämlich dann auch hier irgendwelche Betas finden. Das bleibt also gleich. Wir haben weiterhin ein lineares Modell, nur eben ein sogenanntes generalisiertes lineares Modell. Aber erste Zeile, Ordinary Least Squares, funktioniert nicht. Wir brauchen die sogenannte Maximum Likelihood-Schätzung. Auch schon wieder 100 Jahre alt, die Idee. Die müssen wir uns aber dazu ein bisschen anschauen. Und das ist auch wichtig, dass wir uns die anschauen, denn Maximum Likelihood-Schätzung ist ab jetzt für alle Arten von komplizierteren Modellen, Strukturgleichungsmodelle, nächste Woche hierarchisch-lineare Modelle wichtig. Und dann des Weiteren ist es auch so, dass du das konventionelle R-Quadrat auch nicht benutzen kannst. R-Quadrat ist definiert über Abweichungsquadrate und das Verhältnis von mittleren Abweichungsquadraten zueinander funktioniert auch nicht. Wir benutzen sogenannte Informationskriterien, das ist ein wichtiges Wort, was heute vorkommt. Und weil wir mit Likelihoods arbeiten, können wir auch sogenannte Likelihood-Ratio-Tests machen, die sozusagen zwei Modelle ins Verhältnis setzen. Die wichtigsten Anwendungsfälle dieser Vorlesung sind sozusagen damit die sogenannte binär-logistische Regression, meistens einfach nur als logistische Regression bezeichnet. Das ist also genau dieser Fall, wo ich binäre Outcomes eigentlich modellieren möchte, also Nullen und Einsen, das Eintreten versus das Nicht-Eintreten von irgendwelchen Ereignissen zum Beispiel. Multinomiale logistische Regression ist dann für mehrere Kategorien, die letztlich unverbunden nebeneinander stehen oft. Die Cox Regression die heißt manchmal auch Proportional Hazards, das lest ihr auch manchmal. Und die Poisson Regression oder Count Regression. Wenn ihr sowas liest, wisst ihr, ihr seid im generalisierten linearen Modell. Das ist also die Kurzzusammenfassung dessen, was euch heute erwartet. Wenn ich Abstriche machen muss,
dann werde ich Abstriche letztlich bei der Interpretation der einzelnen Regressionsgewichte machen, weil das ein Schwerpunkt im Seminar noch darstellen wird. Also heute wird es wieder viele Momente so geben, wo du denkst, das hätte ich jetzt eigentlich noch ein bisschen besser gerne verstanden, aber das ist nicht die Funktion von der Vorlesung, sondern die Vorlesung macht halt die Pace und im Seminar müsst ihr dann gucken, dass er da mit Daten dran arbeitet, dann wird vieles sehr viel ersichtlicher nochmal für euch. Also, ganz kurz ein paar Use Cases für das, was wir heute vorhaben. Dinge, die wir bisher mit dem linearen Modell so nicht können. Was ist, wenn wir diese Tabelle in einem linearen Modell modellieren wollen? Wir sehen hier die Verteilung. Wie oft werden Patienten mit einer F20-Diagnose aus dem schizophrenen Bereich, wie oft werden die eigentlich rehospitalisiert in einem bestimmten Zeitraum, sagen wir mal in 5 Jahren? Wie oft sehe ich die eigentlich wieder? Stichwort Drehtürpsychiatrie, sagte man manchmal früher, ja, dass Menschen immer wieder kommen. Wovon hängt es ab? Ob jemand nur einmal auftaucht oder ob der nullmal rehospitalisiert wird oder ob der einmal oder zweimal oder dreimal wiederkommt. Ihr seht an der Tabelle auch schon so diese Schiefe dieser Verteilung, wenn man so will. Dass du gar nicht wieder auftauchst, ist am häufigsten. Ja, also 53% aller Patienten tauchen nie wieder auf oder werden nie wieder rehospitalisiert. Aber immerhin 20% einmal, weitere 10% zweimal. Also man kann ja sagen, im Prinzip auch fast 50% werden ein- oder mehrmals rehospitalisiert. Und das sind sozusagen sogenannte Zähldaten, so nennt man die auch. Mal kurz gucken, warum das nicht so, jetzt geht's, genau. Es sind relativ seltene Ereignisse. Eine Rehospitalisierung betrachtet auf alle Hospitalisierungen oder auch betrachtet auf alle Patienten ist was relativ Seltenes in der Zeit. Aber es ist vor allem keine stetige Größe, es ist keine normal verteilte Größe. Andere Beispiele dafür wären die Anzahl. Ja, False Alarms zum Beispiel in der Wahrnehmungsaufgabe. Das ist etwas, wo wir diese Technik verwenden, wenn wir modellieren wollen, wie oft jemand eigentlich sich sozusagen verhört, blöd gesagt, in einem Experiment. Kommt auch selten vor, aber kommt vor. Und man kann, wenn einer fertig ist, einfach zählen, wie oft hat er sich verhört. Count Data. Klassiker ist Anzahl Tore im Fußball. Das habe ich auch im Grundstudium vielleicht mal als Beispiel für eine Poisson-verteilte Variable erwähnt. Und weil man sich gut merken kann, Anzahl gefangene Fische sozusagen ist auch eine Poisson-Regression. Müder Scherz hilft aber beim Erinnern. Genau. Das ist also die Poisson-Regression, die heißt auch Count Regression, Negative Binomial Regression. Das können wir heute machen, wenn wir fertig sind. Ebenfalls sehr, sehr wichtig in der Epidemiologie, in der, ja, man kann auch sagen, klinischen Psychologie, man kann auch sagen, in der Medizin. Weil es oft unter dem etwas düsteren Thema, also oft sehr konkret unter dem etwas düsteren Thema des Survival, des Überlebens geht. Die Grundidee ist aber nicht nur, die gilt nicht nur für das harte Ereignis, wirst du die nächsten 5 Jahre überleben oder nicht, was irgendwie sehr ein bisschen eine unschöne Aussicht für uns alle ist, das sich überhaupt zu fragen. Es gilt auch dafür, wie lange wird mein iPhone eigentlich überleben, sozusagen. Ja, ich kaufe ein iPhone, wann geht's kaputt? Was ist die Wahrscheinlichkeit, dass mein iPhone kaputt geht, gegeben die Tatsache, dass es bis jetzt noch nicht kaputt gegangen ist. Dieser Prozess ist ein sogenannter Hazard. Die Wahrscheinlichkeit zu einem bestimmten Zeitpunkt, dass etwas auftritt, gegeben, dass es bis jetzt noch nicht eingetreten ist. Eine mathematische Funktion oder ein mathematisches Phänomen, das nennt man Hazard. Der Hazard ist ebenfalls, man kann natürlich umgangssprachlich an der Stelle auch sagen, ja, das ist ja eigentlich auch wie ein Risiko, eben so ein Risiko, was eine Art bedingtes Risiko, also ein Risiko, das was eintritt, gegeben, dass es noch nicht eingetreten war und damit liegen Sie auch völlig richtig. Unter der Haube ist die sogenannte Hazard Regression oder Cox Regression oder Proportional Hazards Model oder Survival Analysis eben auch ein generalisiertes lineares Modell und wir werden es am Ende mit den gleichen Größen zu tun bekommen. Ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, es werden wieder Risks sein, beziehungsweise weil man mit Risks so schlecht rechnen kann, es werden Odds sein. Darum wird es heute viel gehen. Und in der Hazard Regression spricht man dann von Proportional Hazards statt von Proportional Odds. Weitere Beispiele also 10 Jahres Überleben, Auftreten einer Demenz in den nächsten 5 Jahren, auch gute Variable. So, also bisher bist du noch nicht dement, aber was ist die Wahrscheinlichkeit, dass du dement wirst? Diese Prozesse kann man mit einem Hazard-Modell oder einer Cox-Regression gut modellieren oder auch Zeit bis zum Therapieabbruch. Und dann das zentralste Beispiel vielleicht noch für uns als Psychologinnen auch,
das Individuum und seinen Krankheitsverlauf so ein bisschen oder sein Outcome. Also dieses Kind hier, einfach ein Stockfoto, das arme Kind hat damit gar nichts zu tun, aber ich benutze sie einfach und man schaut sie so an und fragt sich, wie geht's weiter mit der? Wird die vielleicht mal ein Mental Health Problem entwickeln in ihrem Leben? Ja oder nein? Ja. Also sozusagen erstmal ganz einfache binäre Frage, die aber sehr oft eine ist, die uns als Psychologin interessiert. Ähnliche Fragen sind scheinbar trivialer. Rennt eine Maus in einem bestimmten Durchgang in so einem T-Maze am Ende nach links oder nach rechts? Und warum rennt sie nach links oder nach rechts? Wie kann ich das modellieren? Ja, oft sind es also binäre Dinge, die wir modellieren wollen. Hört der Proband in einem bestimmten Durchgang den Ton, ja oder nein? Habe ich eine C19-Erkrankung, Covid-19-Erkrankung, ja oder nein? Ja? Das sind alles ganz klassische binäre Variablen, die uns sehr oft interessieren in der Psychologie und die wir bisher im linearen Modell nicht beantworten, nicht modellieren konnten. Wir konnten sie nicht als Y-Variable verwenden. Warum? Weil es eben keine stetige, normal verteilte Größe ist. Das sieht man an denen besonders gut. Ja? Stellt euch vor, wie so ein Vektor aussieht, wenn ihr fertig seid mit eurer Studie oder wenn die Damen und Herren mit ihrer Internetstörungsstudie fertig sind. Da stehen dann Nullen und Einsen. Liegt vor, liegt nicht vor. Ja gut, wenn du das modellierst, das sehen wir gleich noch ein bisschen genauer, kriegst du mit deinem linearen Modell vielerlei Probleme. Ich will es jetzt, weil wir noch in der Expositionsphase sind, bewusst gar nicht zu Tode diskutieren. Wir sehen es gleich. Eigentlich könnten wir damit gleich mal anfangen. Schaut euch mal folgendes Problem an. Ein paar Datenpunkte. Ja, Patientinnen und Patienten auf der einen Seite, Kontrollen auf der anderen und die haben an irgendeiner Aufgabe mitgemacht, bei Herrn Rumpf oder bei mir oder bei irgendjemand hier im Labor und haben Knöpfe gedrückt und wir haben Reaktionszeiten vorliegen. Weil wir gute Statistikerinnen und Statistiker sind, wissen wir, dass Reaktionszeiten so schief verteilt sind. Wir arbeiten mit Log-Reaktionszeiten. Das hat die Funktion, euch schon mal an die Tatsache zu gewöhnen, dass es heute die ganze Zeit um Log gehen wird, das aber nur am Rande. Aber Log-Reaktionszeiten sind generell meistens etwas, verhalten sich schon mal besser. Löst aber unser Problem nicht. Was wir doch eigentlich sehr oft machen wollen, ist ja nicht zu sagen, also in der wirklichen Praxis, in der Forschung, auch in der Art epidemiologischen Forschung, ist es ja eigentlich schon zu spät, wenn du weißt, wer sind diese Patientinnen und wer sind diese Kontrollen. Andersrum ist es ja oft viel interessanter, dass du letztlich, man könnte sagen, prädizieren oder auch klassifizieren willst. Auf der Basis von dem, was jetzt hier auf der Y-Achse ist, möchtest du das, was hier auf der X-Achse ist, vorhersagen quasi. Ich möchte sagen, ist jemand ein Patient oder nicht? Mit welcher Wahrscheinlichkeit kann ich auch schon mal sagen, ist jemand denn ein Patient, wenn er diese und jene Reaktionszeit zeigt? Und in der Praxis haben wir natürlich nicht nur die Reaktionszeit, sondern wir haben auch noch Fragebögendaten, andere anamnestische Informationen. Aber das ist natürlich sozusagen der Holy Grail, in der klinischen Psychologie zurzeit. Jetzt nicht unbedingt zu sagen, wer ist Patient, wer ist Kontrolle, sondern wer wird Patient und wer bleibt eine Kontrolle? Ja, wer entwickelt eine Psychose, wer nicht? Also, was ich jetzt hier eigentlich machen möchte, ist, ich möchte es hier eigentlich umdrehen, den Graph. Alles, was ich gemacht habe, ich habe den Graph jetzt nur gedreht und habe gesagt, auf der X-Achse habe ich jetzt das, was ich wirklich gemessen habe, meinen Prädiktor, die Reaktionszeit. Vorhersagen möchte ich gern etwas, was nur aus Nullen und Einsen besteht. Problem, irgendwie so ein bisschen. Die Ökonometriker und Ökonometrikerinnen, die könnten unserer Diskussion bis hierhin nicht so richtig folgen. Die würden sagen, wo ist das Problem? Ich mache ein sogenanntes Linear Probability Model, nennen die das. Die machen das einfach, scheren sich nicht um unsere Diskussion. Die machen einfach die fitten da einfach eine Gerade rein. Kannst du machen. Du kannst natürlich einen Vektor aus Nullen und Einsen als Y-Variable nehmen. Das sind Zahlen, das kann das, ich hätte gerade fast gesagt, das kann das Internet, das kann das Statistikprogramm. Kannst du machen, passiert nichts Schlimmes. Die Frage ist, kommt etwas Interpretierbares heraus? Hast du dann etwas Sinnvolles getan? Ich habe das hier mal gemacht, das sind ja alles jetzt erfundene Daten, aber das sind ein paar sozusagen, wo ist jetzt wer? Die Variable heißt ist Patient. Das heißt, wenn die auf 1 ist, sind es die Patientinnen und Patienten und auf 0 die Kontrollen. Und an diese Daten habe ich jetzt sozusagen, die habe ich regressiert, also diese Nullen und Einsen habe ich regressiert auf die Reaktionszeit. Dann kommt ein Modell raus, was man sagen könnte, das ist eine Art Y-Hut, also ist Patient geschätzt, sagen wir mal.
Von minus Punkt 26 ist der Intercept plus 0,9 mal die Reaktionszeit in Logsekunden. Was heißt das jetzt, wenn ich also eine Reaktionszeit von 0 hätte? Also das ist ja unsere Interpretation für einen Intercept immer, dass wir sagen, wenn der Regressor 0 wird, was dann übrig bleibt, ist dieser Intercept. Aber was heißt das? Also was, wenn jemand eine Reaktionszeit von 0 hätte, wäre er zu minus Punkt 26 Einheiten Patient oder wie? Es ist unklar. Und auch wenn ich sage, um jede Log-Sekunde Reaktionszeit mehr, bin ich was? Mehr Patient? Ihr seht schon, es ist etwas, es führt nirgends hin, kurz gesagt. Was diese Y-Achse hier eigentlich zeigt, aber ist ja eine Wahrscheinlichkeit, nämlich die Wahrscheinlichkeit, Patientin zu sein. Soweit können wir schon folgen. Und darin versteckt sich auch so ein bisschen der Trick, dass wir das modellieren wollen, aber mit dieser Gerade wird es nicht hinhauen. Ja? Also wer jetzt hier gerade noch stockt, warum nicht, kann sich die auch nochmal einfach weiterzeichnen und sieht so als Extrapolationsproblem, dass dann also spätestens hier irgendwie Werte vorhergesagt würden, letztlich Wahrscheinlichkeiten vorhergesagt würden, die unter 0 oder über 1 liegen würden. Und das führt uns mathematisch in so eine Art Sackgasse, ja? Oder ein Paradox, das geht nicht. So, was wir also brauchen, ist ein sogenanntes generalisiertes lineares Modell. Das hatte ich eingangs schon gesagt. Und wenn ihr euch diesen Ausdruck hier mal anguckt, dann seht ihr sozusagen, das ist jetzt nur so eine Lehrbuch-Formalschreibweise, die sieht man in der Praxis eigentlich nie, dass wir sagen, rechts, das sieht doch sehr so aus, wie wir es kennen. Rechts, das ist doch ein typisches lineares Modell. Irgendwelche Betas, irgendwelche X, die werden miteinander, also die Regressoren werden gewichtet mit Regressionsgewichten und dann kommt eine Prädiktion heraus. Das klingt doch gut. Problem ist also, dass es mit Y direkt nicht geht, aber es könnte mit einer sogenannten Link-Funktion gehen, G von Y, also eine Funktion von Y, die dann zum linearen Prädiktor, das hier ist der lineare Prädiktor, den nennen wir manchmal auch Eta, das mache ich heute manchmal, nicht um euch zu ärgern, sondern weil es manchmal kürzer zu schreiben ist. Alles, was rechts ist in einem linearen Modell, nennen wir Eta. Okay? Komm mal, da könnt ihr auch hinschreiben, hier steht es ja, das ist auch Eta, also Summe x mal Beta, das ist manchmal auch als Eta bezeichnet. Also dieser lineare Prädiktor, der steht zu g von y durchaus in einem linearen Verhältnis. Die Frage ist nur, was ist g von y? Was nehme ich da? Und da gibt es eben verschiedene. Und je nach Problem, je nach Use Case im generalisierten linearen Modell, brauchst du eine andere Link-Funktion. Das musst du dir nicht selbst überlegen. Dafür hat man sich sozusagen, gibt es Konventionen, wenn man so will. Es sind eigentlich ganz wenige, die immer wieder vorkommen. Der eine ist der Log von Y. Einfach der natürlichen Logarithmus, also der Logarithmus zur Basis e, Eulerschen Zahl, der ist sozusagen ganz typisch und der wird gerne dann verwendet, wenn wir was Poisson-Verteiltes, also Zähldaten, modellieren wollen. Dann wäre quasi G von Y wären die Zähldaten sozusagen und eigentlich geht es darum, so eine Art Erwartungswert zu modellieren, so eine Art, wie viel Rehospitalisierungen zum Beispiel erwarten wir im Mittel und das würden wir nicht direkt modellieren, sondern wir würden den Log dieser mittleren Rehospitalisierungen dann modellieren. Dann wäre der Log einfach die Link-Funktion, kann man auch sagen, der natürliche Logarithmus. Heute schauen wir uns aber genauer das bisschen kompliziertere an. Über Poisson-Regression rede ich nächste Woche nochmal so ein bisschen beispielhafter. Heute schauen wir uns wesentlich genauer an den sogenannten Logit. Kennt ihr den schon? Habe ich euch mit dem schon mal belästigt? Der Logit heißt nichts anderes als, wir bilden gleich Orts. Und aus Orts machen wir dann noch den Log davon. Den Log von Orts, das ist so eine, also Orts müssen wir gleich mal gucken, wie das geht, aber ich hoffe, das läuft dann wieder. Und dann drücken wir auf den Taschenrechner noch die Log-Taste sozusagen. Und damit haben wir den sogenannten Logit unserer Wahrscheinlichkeiten bekommen. Und das verwenden wir immer in der logistischen Regression, da hat die auch ihren Namen her. Die logistische Regression basiert auf der logistischen Funktion. Die logistische Funktion ist der inverse Logit und da ist die Beziehung zu den Log-Orts drin. Man kann aber, und das führe ich hier nicht aus, man kann auch lustigerweise natürlich als Link-Funktion sagen, ich mache gar keine Link-Funktion, ich mache eine Art Identity-Funktion. Ich benutze doch Y selber. Das kann man machen nur zur Abrundung, weil man dann sieht, das generalisierte lineare Modell ist wirklich generalisiert in dem Sinne, dass es als Spezialfall
auch unser lineares Modell enthält, wie wir es kennen. Wenn du als Link-Funktion die sogenannte Identity-Funktion, also y selbst, nimmst, also einfach 1 zu 1 Transformation von y nach y, dann ist es einfach ein Ordinary Least Squares Modell. Dann funktioniert es genauso. Aber wir gucken uns jetzt im nächsten Durchgang sozusagen vor allem diesen mittleren Teil, diese Logit-Funktion, als eine mögliche Link-Funktion mal an. Link-Funktion also. Was habe ich denn? Ich habe Links. Ich habe versucht, die gleichen Farben wie in den anderen linearen Modellen immer zu nehmen. Also jetzt glaube ich grau für sozusagen die, das, was auf der abhängigen Seite passiert, und dieses Uni Lübeck Ozean grün für das, was auf der rechten Seite im Prädiktor passiert. Kann aber sein, dass es nicht ganz konsequent ist. Also was haben wir links? Links nehmen wir jetzt mal an, dass es geht um ein binäres Merkmal. Ein binäres Merkmal kann ich auch, mich, wenn ich mich vornehm ausdrücken möchte, kann ich sagen, es ist eine Zufallsvariable, die Bernoulli verteilt ist. Also, ob die ite Beobachtung, die jetzt gleich zur Tür reinkommt, eine Patientin ist oder nicht, sozusagen, ja, ist ein Zufallsprozess erstmal. Und was ich modellieren möchte, ist sozusagen die Wahrscheinlichkeit. Also eigentlich möchte ich, das stimmt nicht ganz. Als Anwenderin a priori aller Mathematik möchte ich einfach wissen, wird hier, also möchte ich eigentlich klassifizieren. Ich möchte sagen, ist es eine Patientin oder nicht. Das kann das dieses logistische Modell aber nicht. Was es kann, ist uns aber die Wahrscheinlichkeit zu sagen, dass du Patient bist. Also, was wir eigentlich modellieren werden, ist so eine Art Erwartungswert für Y. Man kann sagen, man muss sagen, eine Wahrscheinlichkeit, dass du Patientin bist. Rechter Hand versuchen wir einfach einen linearen Prädiktor zu haben aus verschiedenen Regressoren. Alles altbekannt. Hier steht nochmal, den können wir Eta nennen, wenn wir wollen. So, wie verheiraten wir die zwei sozusagen? Welche Link-Funktion ist es? Und hier müssen wir jetzt kurz zu den Orts gehen sozusagen. Das können wir vielleicht auch, mal kurz gucken, ob wir das vielleicht kurz zusammen hier machen. Das wäre auch eine ganz gute Stelle zum Aufwachen eigentlich. Genau. Ich gehe mal hier hin. Warum? Aber ihr seht mein iPad nicht, gell? Wenn ich es nicht gleich hinkriege, lassen wir es. Aber wäre doch ganz praktisch, wenn wir es sehen. Na? Ach so. Ich weiß, warum es nicht sieht. Da ist es. So. Machen wir es so. Passt es so halbwegs? Nicht, dass ihr wieder schimpfen müsst, dass ich irgendwo hinmale, wo ihr es nicht seht. Machen wir so. So, also, die Grundidee ist sozusagen, wir wollen eine Wahrscheinlichkeit. Seht ihr? P, Wahrscheinlichkeit, sehr gut. Eigentlich würde ich wahnsinnig gern griechische Buchstaben dafür verwenden, weil es eigentlich um unbekannte Wahrscheinlichkeiten geht. Aber ich habe entschieden, dass es zu komplex ist, jetzt damit P anzufangen. P, Wahrscheinlichkeit. So. In welchem Bereich wohnen Wahrscheinlichkeiten? Die wohnen zwischen 0 und 1. Erstes Axiom der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Das ist ja Teil des Problems, dann machen wir das ja alles. Dass das nur zwischen 0 und 1 wohnen kann. Das haben wir ja gerade gesehen. So, was hat es mit den Orts nochmal auf sich? Was sind Orts? Ihr bitte. Guten Morgen. Ja, danke. Das Verhältnis von Wahrscheinlichkeit zu Gegenwahrscheinlichkeit. Genau, also P. 1 minus p. Jetzt das Interessante, hier rechts gezeigt, was heißt denn das für meinen Wertebereich sozusagen? Ja, da ist diese hier gezeigte, auf dem Slide gezeigte Kombination oder Transformation ganz schön zu sehen. Wenn ich eine Wahrscheinlichkeit von 0 habe, darüber haben wir ja hier auch in der epidemiologischen Vorlesung ein bisschen gesprochen, als wir über Risk und Odds schon mal gesprochen haben. Wenn ich kleine Wahrscheinlichkeiten habe, nahe 0, passiert überhaupt nichts. Dann sind die Odds auch sehr klein. Seht ihr hier. Wenn ich 50-50 Wahrscheinlichkeit habe, 50-50 Chance entspricht eigentlich einer Quote oder Chance, sollte ich sagen, von 1. Seht ihr, wie das da hochmappt? Ja, also 0,5 Wahrscheinlichkeit führt zu einem 1 zu 1 Verhältnis. Da steht dann 0,5 und 0,5. 0,5 zu 0,5 ist 1. Und dann, ganz wichtig, wir haben jetzt den Wertebereich mit den Orts nach oben geöffnet. Haben wir auch schon oft besprochen bei Odds-Ratio. Wenn die Wahrscheinlichkeit gegen 1 geht, dann heißt es, die Odds gehen gegen
unendlich. Tatsächlich ist das die Transformation, wenn du da, weil was passiert, du dividierst ja hier dann eigentlich durch 0, das kannst du gar nicht, das ist unendlich sozusagen. Das ist also der Wertebereich für die Orts. Gut, das ist in Ordnung. Warum machen wir jetzt noch den Logarithmus der Orts? Das ist erstmal einfach sehr, sehr elegant. Ich habe jetzt was, was zwischen 0 und unendlich ist mit den Orts, schon mal nicht schlecht, aber noch schöner wäre es eigentlich, wenn ich dann schon zwischen minus unendlich und unendlich landen würde. Und wie kriege ich das hin? Ich nehme den natürlichen Logarithmus meiner Orts wieder, also der Log von den Orts. Das ist, hier belästige ich euch übrigens völlig nebenbei, nur mit einer Rechenregel, die wir auch noch manchmal brauchen. Ist euch das allen klar, dass der Log eines Verhältnisses oder eines Bruchs entspricht der Differenz von zwei Logs? Wisst ihr das noch? Oder gut, dann wisst ihr es jetzt hiermit oder seid nochmal daran erinnert, das ist so Schulmathematik. Habe ich auch was wieder gebraucht nach 20 Jahren, als ich angefangen habe, mich mit logistischer Regression zu beschäftigen oder generell mit Statistik. Vor allem die Maximum Likelihood, die wir später noch anschauen, da geht es dann auch immer um Log Likelihoods und da wird es, deshalb arbeitet man viel mit Logs, weil mit denen Probleme, die eigentlich Brüche sind und Multiplikationen, die werden eigentlich zu Plus und Minus, wenn du im Log-Space sozusagen bist. Deshalb habe ich es nur mal hier hingeschrieben, dass mal da steht. Aber eigentlich geht es uns darum zu sagen, wenn ich diese Orts, die von 0 bis unendlich gehen, nehme und jetzt davon nochmal den Log nehme, dann lande ich bei etwas, was von minus unendlich bis plus unendlich sich verteilen kann. Wenn man es als Kurve sich anguckt, kann man sagen, was wir jetzt gemacht haben, wir haben eine Wahrscheinlichkeit, zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit, Patientin zu sein, die zwischen 0 und 1 eingesperrt ist, wie ich immer sage, transformiert monoton, also es ist sozusagen nichts passiert. Jeder Datenpunkt behält sozusagen seine relative Position, wenn man so will, aber er wohnt in einem Wertebereich, der uns so mathematisch besser gefällt. Ja, er wohnt jetzt in einem Bereich von minus unendlich bis plus unendlich. De facto ist natürlich genau diese Grenzfälle 1 und 0 sind dann auch wieder ein Problem, weil dann hast du minus unendlich und plus unendlich, damit ist auch schlecht arbeiten. Aber meistens sind die interessanten Bereiche, also hier jetzt in einem, auch übrigens in dem Bereich, wo wir quasi so eine Linearität ja auch haben, hier in der Mitte haben wir durchaus so rund um 0,5, sieht es ziemlich linear aus. Die Wahrscheinlichkeit mapped auf die Log-Orts oder den Logit quasi linear. Und dann wird es so schön geklättet und so ein bisschen kleinere und ein bisschen größere Wahrscheinlichkeiten werden schön abgefangen. Das nennt man generell einen sigmoiden Zusammenhang, was ja nur so einfach ein bisschen gestochenes Lateiner-Mathematik-Deutsch für S-förmig sozusagen heißt. Ja. Und weil das S-förmig ist, es gibt auch noch andere Funktionen, die S-förmig sind, zum Beispiel eine kumulierte Normalverteilung, wenn ihr euch erinnert. Die sieht auch S-förmig aus. Und entsprechend gibt es auch Leute, die das gleiche Problem nicht mit einem Logit, sondern mit einem sogenannten Probit oder der kumulierten Normalverteilung machen. Aber noch ein bisschen schönere Eigenschaften hat der Logit. Deshalb ist es unser Freund. Wir haben jetzt also eine Situation geschaffen, wo wir sagen können, okay, wir haben jetzt links sozusagen Mods rumtransformiert, aber jetzt sieht das Ganze zumindest eigentlich erstmal handlich aus, dahingehend, dass da nichts steht, was wir nicht kennen. Wir haben rechts unsere Regressoren, wir müssen dafür Betas finden, um so eine gewichtete Summe, einen linearen Prädiktor zu schaffen, der dann eben nicht das vorhersagt, was uns interessiert, nämlich die Wahrscheinlichkeit, Patient zu sein, sondern eben den Log der Wahrscheinlichkeit, Patient zu sein, zur Gegenwahrscheinlichkeit. Aber die Beziehung ist linear. Also je größer der eine Ausdruck wird, desto größer wird der andere Ausdruck. Je kleiner der Ausdruck wird, desto kleiner wird der. Das ist schön. Ich habe es euch versucht, einmal grafisch zu zeigen unter so ein bisschen Missachtung dessen, was in der logistischen Regression unter der Haube wirklich passiert. Aber damit man es mal sieht. Ich habe mal kurz mir eine Situation ausgedacht, wo wir jetzt sagen würden, rechts steht einfach ein Regressor X, der mit einem Beta von minus 2 multipliziert wird. Das heißt, minus 2, wir sollten irgendwie einen negativen Zusammenhang kriegen. Und das bekommen wir auch. In beiden Varianten dieser Darstellung seht ihr das. Das ist die Darstellung, wenn man einfach, könnte man sich ja rein deskriptiv plotten, dass man sagt, ja gut, was ist die Wahrscheinlichkeit, Patient zu sein, gegeben diesen Regressor, ja gut, die nimmt ab, je mehr von dem Regressor da ist, so. Aber irgendwie eben nicht linear. Wer sich aber wunderschön linear dazu verhält, ist also einfach nur der Logit sozusagen.
Und das soll nur motivieren, dass also die Logit-Transformation generell genau das leistet, dass sie nichtlineare, S-förmige Zusammenhänge überführt wiederum in dann in diesem Logit-Space, sagt man manchmal auch, in diesem Logit-Raum, ist es dann wiederum ein ganz einfaches lineares Problem. Bevor wir also da, wir sind jetzt quasi gleich durch, wir haben damit quasi jetzt gezeigt, wenn ich die rechte Prädiktorseite in meinem Modell schön linear haben möchte, dann schreibe ich einfach hier links die Link-Funktion hin, weil zu dieser Link-Funktion, also in diesem Fall bei uns gerade dem Logit, verhalten sich meine Regressoren linear, hoffentlich. Also das muss natürlich nicht so sein, aber das kann ich oft hinbekommen, dass ich quasi so ein lineares Verhältnis hier habe. Und das kann ich dann auch schätzen und modellieren. Wenn ich aber, und das wollen wir oft tun, wenn wir dann die Ergebnisse von so einem Modell interpretieren wollen, kein Mensch, nicht nur, also das seid ihr nicht die Einzigen, kein Mensch hat ein intuitives Verständnis dafür, was ein Logit bedeutet oder sowas. Das ist normal. Das heißt, was macht man? Man überführt es wieder in etwas, das man verstehen kann. Nämlich, man schreibt sich, Achtung, links die inverse Link-Funktion hin, den inversen Logit. Und der, und das ist jetzt nochmal das Einzige, was uns jetzt kurz nochmal schockt ein bisschen, das heißt, ich habe dann hier was stehen, was ich gut verstehen kann. Jetzt habe ich links was ich gut verstehen kann, nämlich die Wahrscheinlichkeit, dass jemand Patientin oder Patient ist. Dafür ist aber rechts ein bisschen komplizierter geworden. Ja? Und das ist jetzt, also das ist eine Äquivalenz, was ich euch hier zeige. Da steht genau das Gleiche wie da. Auch wenn ihr das vielleicht nicht auf den ersten Blick seht. Ja? Awesome. 1a. Sie sollten die Vorlesung dahingehend übernehmen. Oder Sie könnten so Kurzfassungen einsprechen meiner Vorlesung. Das wäre super. Genau. Das fände ich echt cool. Genau. Oder können Sie als Kommentarbubble bei YouTube wenigstens reinmachen. Genau. Die nächsten 20 Minuten könnt ihr überspringen. Was er sagen möchte ist, genau. Das war sehr gut zusammengefasst. Ja. Genau. So. Testtheorie. Kennt jemand, habt ihr Testtheorie gehabt? Irgendwann mal. Ich frage auch nicht zu viel. Aber wenn ich das schon sage, erinnert euch das nicht an irgendwas? Nein. Wir könnten das Verfahren abkürzen, wenn ihr jetzt sagt, ja, es erinnert uns an etwas und zwar an. Und, nee. Habt ihr schon mal was von Item-Response-Theorie gehört? Habt ihr schon mal was vom Rush-Modell gehört? Kriege ich gleich Lust, noch eine Vorlesung über das Rush-Modell zu halten, aber ich werde mich zurückhalten. In der Testtheorie habt ihr genau das gleiche Problem. Ihr habt links die Wahrscheinlichkeit, also links, Entschuldigung, auf der Y-Achse, die Wahrscheinlichkeit, dass ein Item gelöst wird oder nicht. Das ist genau das, was wir als ein Use Case für eine logistische Regression beschrieben haben. Gelöst oder nicht, 0 oder 1. Und auf der X-Achse, das wollt ihr vorhersagen aus, im Rush-Modell, der Schwierigkeit des Items, so eine ominöse Variable, oder der Fähigkeit des Probanden, der andere ominöse Parameter. Und die variieren so ganz linear. Menschen unterscheiden sich in ihrer Fähigkeit, Item unterscheiden sich in ihrer Schwierigkeit. Und da muss aber irgendwie sowas rauskommen. Da haben wir eine sogenannte Item-Charakteristik. Und die Item-Charakteristik ist exakt dieselbe Formel, weil es exakt dasselbe Problem ist. Dass dort genau der gleiche Ausdruck verwendet wird. Dieser Slide, den kann man so einfach jetzt mal zu den Akten nehmen, kann sagen, okay, der Slide 18, das ist der, wo ich oben sehe, also sozusagen die Link-Funktion und unten die inverse Link-Funktion. Ich benutze eben jeweils, was ich brauche, je nachdem, was ich machen möchte. Wenn ich es modellieren möchte, dann möchte ich rechts meine linearen Prädiktoren haben und dann modelliere ich halt in Gottes Namen so eine Transformation, so eine Link-Funktion. Umgekehrt, wenn ich eine klare Aussage über eine Wahrscheinlichkeit machen möchte, dann muss ich das sozusagen auf der anderen Seite halt quasi transformieren. Das ist einfach ein Gleichungssystem hier, die ich ineinander überführen kann. Und was ich eigentlich nämlich mache, ich löse einfach sozusagen auf. Will ich euch gar nicht so viel mit behelligen, aber es ist auch echt kein Hexenwerk zu sagen. Und da kommt jetzt nochmal ein bisschen Rechnen mit Logs kurz rein oder ich sage es einfach einmal zur Erinnerung. Wenn du so einen Ausdruck hast hier, und du möchtest jetzt also das auflösen nach dieser Wahrscheinlichkeit hier oben, nach PY. Da musst du also diesen Log loswerden. Wie wird man einen Log los? Indem man beide Seiten E hoch nimmt, sozusagen. Also E hoch etwas und der Log von etwas, die heben sich sozusagen auf. Ja? Der natürliche Logarithmus wohlgemerkt, der zur Basis E. Ja?
Und entsprechend kannst du also, da passiert was, was sehr wichtig ist fürs logistische Modell, schon mal dieses Art Zwischenergebnis hier haben, wo du sagst, naja, was steht denn hier? Hier stehen eigentlich Orts, die kennen wir auch, die finden wir auch komisch, aber die verstehen wir ein bisschen besser als Log-Orts. Die kennen wir schon. Orts kennen wir und die Orts sind irgendwie also eine E-Hoch-Funktion. Da steht jetzt mein ganzer linearer Prädiktor, den ich kenne, da wird jetzt auch die Schrift ziemlich klein, der steht jetzt quasi hoch, also E hoch, dieser Ausdruck. So, und wenn ich jetzt noch diese Orts hier loswerden will, dann muss ich eben wissen, wie mache ich aus Orts wieder eine Wahrscheinlichkeit letztlich. Und das passiert dann durch dieses, indem ich den Ausdruck, der hier links steht, nehme und geteilt durch 1 plus diesen Ausdruck. Und das ist einfach nur verwirrend, aber das muss man euch mal sagen, dass hier jetzt hier unten in Rot steht, auf Slide 18, das schreibe ich hier auch nochmal aufs iPad, ist eigentlich, ich mache es mal mit irgendeiner Variable, nur um euch irgendwas Griechisches, geteilt durch 1 plus e, nee, Entschuldigung, das war jetzt zu schnell. Sorry, das war zu schnell. E hoch irgendwas, ist das gleich, e hoch irgendwas, geteilt durch 1 plus e hoch irgendwas, das ist die inverse, das ist die logistische Funktion oder der inverse Logit, den wir auch also genauso im Rush-Modell zum Beispiel oder in der Testtheorie haben. Und das ist einfach identisch zu diesem Ausdruck. Das könnt ihr auch ausprobieren mit dem Taschenrechner, das ist so. Ja, also da habe ich jetzt, ich schreibe halt und die Lehrbücher und alle schreiben halt viel lieber den Ausdruck, weil da musst du nur einmal dieses E hochschreiben. Das ist ja auch unnötig verwirrend, dass da zweimal das Gleiche steht. Du kannst es auch einfach so schreiben. Alles, was du gemacht hast, ich habe hier oben quasi in diesem Exponent das Vorzeichen geändert. Ja. Das ergibt sich aus der Umformung von Wahrscheinlichkeiten nach Orts. Das kann ich Ihnen gleich nochmal, das können Sie auch selber ausprobieren. Wenn Sie von Orts zurück zu einer Wahrscheinlichkeit wollen, sozusagen, ist das die Umformung, die Sie wählen müssen. Also es geht immer um dieses Sigmoide sozusagen. Da habe ich gleich noch ein Slide für euch, denn ich konnte mir das nicht verkneifen, ihn reinzumachen. Ich hoffe, dass er sich als hilfreich erweisen wird. Ich habe ihn als Cheat Sheet bezeichnet, wir sind fast dort. Den brauchen wir jetzt auch nicht durchrechnen, aber das sollte, wenn es gut gegangen ist, auf einem Slide alles zu Logs und Orts und E hoch und so nochmal drauf sein. Genau, also unser neuer Freund ist sozusagen der inverse Logit auf einmal, weil wir sagen, der inverse Logit, das ist eigentlich das, was wir wollen. Wir wollen von unserem linearen Prädiktor zu einer Wahrscheinlichkeit, dass du Patient bist, kommen. Und das tun wir mit dem sogenannten inversen Logit. Das ist der hier. Und ja, ganz der Vollständigkeit halber kann man sagen, 1 minus diese Funktion, wirklich einfach 1 minus wie immer hoch die ist, ergibt die Orangene. Was ist also diese Orangene? Die Orangene ist einfach nur der Alternativausdruck, wenn dich interessiert, was ist die Wahrscheinlichkeit, kein Patient zu sein, sozusagen. Also was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die andere Kategorie eintritt? Bei einem binären Problem ist es total egal, weil entweder, ich weiß ja schon, wenn du Patient bist, ja, dann bist du eben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, das ist genau 1 minus die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht Patient bist. Das ist also in dem Fall nicht besonders informativ, aber man kann es der Vollständigkeit halber nochmal hinschreiben. Genau, aber also diese Schreibweise, die seht ihr öfters, und die ist quasi, die ist dann schon noch wichtig gleich, weil sich also hier drin quasi unser linearer Prädiktor versteckt, aber er hat eben diese sigmoide Form angenommen sozusagen. Dann sagt er uns aber einfach, können wir damit einfach die Wahrscheinlichkeit modellieren. Hier ist dieser Cheat-Sheet, von dem ich gesprochen habe, Entschuldigung, die Farben sind jetzt hier nicht so optimal natürlich, ich wollte ihn aber farblich ein bisschen absetzen, weil er sozusagen ein bisschen außer Konkurrenz läuft. Ich würde da jetzt auch gar nicht so irre drauf eingehen wollen, würde ihn euch aber einfach mal hinterlassen. Da oben im Eck zum Beispiel sind einfach noch mal kurz diese Rechenregeln, dass ich sage, was ich vorher schon erwähnt habe, der Log eines Verhältnisses entspricht der Differenz der beiden Logs, solche Geschichten, ja. Oder auch, das sehen wir nachher noch mal im Einsatz, das sehen wir in unserem linearen Prädiktor eigentlich im Einsatz. Wenn wir jetzt mit Formeln zu tun haben, wo eigentlich der lineare Prädiktor da als Exponent quasi steht, wenn da steht e hoch alles Lineare, dann müssen wir bedenken, das ist nachher bei der Interpretation von den Regressionsgewichten einfach wichtig, wir müssen bedenken, dass wir in unserem linearen Prädiktor denken wir uns
ist es uns ja immer sehr, sehr wichtig, dass das alles additiv ist, sozusagen. Ja? Also die ganzen X verhalten sich additiv zueinander, mit ihrem Gewichtet, mit ihrem Beta, und dann ist es ja alles schön additiv. Das ist unser linearer Prädiktor. Das habe ich auch das Summenzeichen für Addition. Hier oben steht aber nochmal, dass wenn wir was Additives E hoch haben, dann können wir das auch ausdrücken als Multiplikation E hoch einzelner Zutaten dieser Summe sozusagen. Und das sehen wir nachher mal bei der Interpretation. Ich weiß nur nicht, ob wir es hier heute machen oder ob es im Seminar macht. Wenn du jetzt ein einzelnes U, kann ich sagen, oder ein einzelnes V, also Teile deiner letztlich multiplen Regression interpretieren willst, dann kannst du auch sagen, naja, das ist eigentlich E hoch, dieses Regressionsgewicht sozusagen, mal E hoch das andere Regressionsgewicht. Das sehen wir dann gleich noch in Aktion. Hier unten auch noch, falls da noch jemand dran hängt, nochmal ganz einfache Rechenbeispiele, wie man von einer Wahrscheinlichkeit zu Orts kommt und was das dann in Log-Orts bedeutet. Genau. Ja, damit liegen wir eigentlich auch ganz gut in der Zeit. Nichtsdestotrotz käme jetzt der Block, den ich so ein bisschen als Ballast hier mit reingenommen habe. Der ist natürlich sehr wichtig, aber erfahrungsgemäß macht es nicht bei Studierenden beim ersten Mal Klack sozusagen für die Interpretation. Und deshalb ist es, glaube ich, richtig, dass wir das dann ein bisschen, also ihr das jetzt auch akzeptiert, dass es nicht gleich Klack macht vielleicht. Und dass ihr das dann, wenn ihr selber mal eine logistische Regression mit Sarah Thune rechnet, im Seminar das wesentlich mehr sagen, es wird greifbarer. Erstmal ist es jetzt natürlich so, ich habe jetzt also, wir haben noch zwei ganz große offene Fragen. Eine ist diese Frage, Entschuldigung, nämlich also, wie beurteile ich einzelne Regressionsgewichte in der logistischen Regression? Wie interpretiere ich die? Das ist die eine wichtige Frage. Die fast ein bisschen wichtigere, größere Frage aber, die über die logistische Regression hinausweist, ist, wie schätze ich sowas überhaupt? Also wie komme ich denn zu diesem B oder Beta? Wo kommt denn das jetzt her? Ich habe ja sehr laut gesagt, dass Ordinary Least Squares und damit alles, was wir die letzten 3 Wochen besprochen haben über Geometrie und so, es funktioniert alles hier nicht so einfach. Matrixdivision geht einfach nicht, führt nicht zum Ziel hier, so einfach. Deshalb müssen wir uns eben gleich noch mit der Likelihood und dieser Modellgüte und solchen Fragen noch beschäftigen. Aber wir zäumen es mal von hinten her auf und sagen, gut, was wissen wir denn über lineare Modelle, was wir weiterverwenden können? Und was wir weiterverwenden können, ist unser fast klassischer Satz aus der multiplen Regression. Was bedeutet ein Beta von einem Regressor x1? Da haben wir doch immer gesagt, okay, wenn ich den Prädiktor x also um eine Einheit erhöhe, dann erhöht sich, was immer links steht, eigentlich steht da y oder der Erwartungswert von y, muss man sagen. Also das, was ich erwarten würde für y, das erhöht sich dann auch um eine Einheit. Das ist die Interpretation von Beta. So, was steht jetzt links? Das kommt jetzt darauf an, wie man es macht. Aber da bietet es sich an, die Orts zu interpretieren. Also nicht die Log-Orts. Also ich kann den Satz auch für den Logit schreiben. Ich kann sagen, ja, wenn sich der Prädiktor x1 um 1 erhöht, dann erhöht sich der Logit um 1. Aber da ist halt niemand so richtig geholfen damit. Ja? Aber es ist schon richtig. Was wir also machen möchten, wir möchten uns die Daten so, wie soll ich sagen, in dieser Umkonfiguration zwischen was, wo mache ich gerade E hoch, wo mache ich gerade ein Log, links und rechts, lasst uns das doch einfach so machen, dass links quasi für euch, also auf der Modeling, auf der gemodellierten Seite Orts stehen und rechts dann der Prädiktor jeweils um 1 zunimmt. Und da ist die Interpretation dann so, dann sind wir in einem Szenario, wo das Modell quasi so aussieht. Ich kann es mach das nochmal kurz weg. Dann haben wir hier ein bisschen Platz und können es vielleicht gleich noch schreiben, aber auf dem nächsten Slide sieht man es eigentlich ganz schön. Also wir nehmen erstmal die Information hin. Wenn sich der Regressor um 1 verändert, dann ändern sich die Orts, dass etwas eintritt, zum Beispiel, dass du Patient wirst oder Patient bist. Achtung, multiplikativ um E hoch B. Also das läuft gleich drauf hinaus, ihr bekommt eine Statistiktabelle, da stehen Estimates drin oder Betas und eure Interpretation muss jetzt quasi, manchmal macht das Statistikprogramm das für euch, manchmal müsst ihr es selber mit dem Taschenrechner machen, ihr müsst auf jeden Fall sicherstellen, dass ihr ein E hoch B anschaut, weil dann könnt ihr eine Aussage über die Änderung der Orts machen. Wir haben also eine Situation, wo wir sagen,
wir machen uns eigentlich, das ist so ein Trick, wir machen uns so ein Odds-Ratio draus, aus zwei Odds. Nämlich aus den Odds, wenn der Regressor auf, sagen wir mal, auf 0 steht und den Odds, wenn der Regressor auf plus 1 steht. Ja, weil wir wollen ja immer so eine Aussage machen, was ändert sich im Modell, wenn der Regressor um 1 zunimmt. Und das ist also hier versucht, ein bisschen formell auszudrücken. Odds, wenn ein Regressor auf j plus 1 steht, sind die anders? Haben die sich erhöht oder gesenkt? Relativ dazu, wenn der Regressor auf nur auf j steht, also auf eine Einheit weniger. Und dann landet man recht schnell bei so einem Satz, wo man eben sagen kann, um welchen Faktor haben sich die Odds verändert. Diese Odds kann man eben schön multiplikativ betrachten. Ein Beispiel in aller gebotenen Kürze aus dem Lehrbuch, aus dem Eid. Es wird modelliert Lebenszufriedenheit, so eine Art Ein-Item-Fragebogen. Sind Sie zufrieden mit Ihrem Leben? Ja, nein. Okay, kann man machen. Und dann haue ich euch hier quasi die Ausdrucksweise hin, mit der jetzt sozusagen für diese Interpretation gearbeitet wird. Ihr seht schon, hier steht nicht der Logit, hier steht nicht Log von Odds, sondern hier stehen nur Odds. Das heißt, der Log hier ist weg. Wie ist der Log hier weggekommen? Indem alles e hochgenommen wurde und deshalb ist rechts alles hochgerückt, e hoch. Und dann, das hatte ich gerade gesagt, ich könnte jetzt entweder schreiben e hoch und dann einmal mit einem e sozusagen und das alles mit plus da oben verknüpfen. Oder ich kann sagen, ich nehme jeden Term, das Beta 0, das Beta 1, das Beta 2 und jedes kriegt sein eigenes e und dann ist es eben multiplikativ. Und das machen wir jetzt nur für die Interpretation, ist es eben ganz hilfreich. So, jetzt ist das fertige Modell, lautet folgendermaßen. Es wurde ein Intercept modelliert. Und wir können uns fragen, was der bedeutet von 0,449. Und dann gab es die Anzahl positiver Tagesereignisse, die die Menschen berichtet haben. Und die haben einen Einfluss in Beta, also quasi so, man kann sagen, off the shelf, wie es aus dem Statistikprogramm fällt, von 0,083. Aber das ist halt in diesen Logit-Einheiten, da weiß keiner, was das bedeutet. Und die Daily Hassles, sozusagen als negative Lebensereignisse, die haben einen negativen Einfluss. So viel können wir schon mal sagen, die Richtung stimmt schon mal irgendwie. Positiver Einfluss erhöht irgendwie gleich die Lebenszufriedenheit, negative Einflüsse senken die Lebenszufriedenheit. Aber wie drückt man das jetzt in vernünftiger Sprache aus und was muss man mit diesen Zahlen machen, damit es funktioniert? Erstmal der Intercept, ganz, ganz kurz. Der Intercept heißt sozusagen ja hier auch, was heißt der Intercept? Der wirkt ja sozusagen am schönsten oder allein, wenn alle anderen Sachen null sind. Ja, wenn die Regressoren auf 0 sind, zum Beispiel auf ihrem Mittelwert, je nachdem, wie das gemacht ist. E hoch 0 ist was? 1. Ja? Das heißt, die sind alle 1, wir können uns kurz darauf konzentrieren. Was heißt E hoch Punkt 449? E hoch Punkt 449, wenn ich daraus, das habe ich hier gemacht, also ich kann jetzt zwei Sachen machen. Ich kann entweder einfach diese Orts interpretieren und kann sagen, wie verhält sich Lebenszufriedenheit ja zur Gegenwahrscheinlichkeit, Lebenszufriedenheit nein. Man könnte das als so eine Art Baseline-Orts bezeichnen oder so eine Art Orts a priori dieser ganzen positiven oder negativen Lebensereignisse. Und die sind 1,5. Das heißt, die Chance, dass ein Proband gleich berichtet, ich bin zufrieden mit meinem Leben, ist 1,5. Höher als 1,5 mal so hoch, wie dass er sagt, nein, er ist nicht zufrieden. Ein bisschen noch schöner ist es vielleicht, die Wahrscheinlichkeit zu interpretieren, statt diesen komischen Orts. Man könnte auch sagen, das ist äquivalente Aussage, die Wahrscheinlichkeit, dass jemand sagt, ja, ich bin zufrieden, beträgt, hier wird jetzt die Logit-Formel, die inverse Logit aber verwendet, weil ich muss ja hier nicht zu den Orts, sondern bis zur Wahrscheinlichkeit kommen, 61,61%, also mehr als die Hälfte. Ja? Das ist einfach mal wieder ein Beispiel dafür, wie Orts und Wahrscheinlichkeit das Gleiche ist. Ich muss nur eben wissen, wie ich das hier einsetzen muss. So, bisschen spannender, aber diese Regressoren, weil die kann man jetzt eben schön, also die Veränderung in den Regressoren kann man als Veränderung in den Orts sich vorstellen. Wenn ich es geht jetzt also um diesen zweiten Ausdruck hier, wenn ihr so wollt, da war das Beta war 0,083. Und wenn wir diesem ersten Slide zu dem Thema folgen, da stand, mit jeder Einheit, die sich der Regressor ändert, ändern sich die Odds
um E hoch B oder E hoch Beta. E hoch Beta ist E hoch 0,083. Das ist nur ein bisschen größer als 1. Was heißt es? Die Odds, dass du happy bist oder zufrieden bist, ändern sich also nur geringfügig mit einem Event, mit einem berichteten positiven Lebensereignis mehr. Und hier gilt quasi so, wie wir Odds Ratios generell bezeichnen. Nochmal, das ist jetzt eigentlich das Odds Ratio zwischen Regressor auf 0 versus Regressor auf 1. Und hier ist also eine multiplikative Zunahme drin. Und zwar um den Faktor E hoch B, um 1,09. Bei den Negativen kommt es entsprechend zu einem Faktor, der kleiner als 1 ist. Das ist so eine Sanity. Wann immer ihr ein Beta seht, wenn ihr ein Beta seht, was kleiner 1 ist, kleiner 0 ist, also negativ sozusagen, ja, dann muss es automatisch so sein, dass E hoch B dann auch kleiner 1 ist. Sonst habt ihr was auf eurem Taschenrechner falsch gemacht. Da habt ihr die falsche E-Taste verwendet, falls es da mehrere gibt oder sowas. Ja? Also zum Beispiel 0, also hier ist es was Negatives. 1 minus, minus, minus Punkt 1, kann man sagen, führt also zu etwa einem Faktor von Punkt 8. Also eine Reduktion der Wahrscheinlichkeit, dass positive, sondern eine Reduktion der Odds, das, was Lebenszufriedenheit berichtet wird. Das wirklich nur im Schnelldurchlauf. Habt ihr trotzdem, so viel Zeit muss sein, dazu so eine ganz offensichtliche Frage, oder brennt euch da gerade was unter den Nägeln? Das wäre eigentlich das, was ich zum Regressionsgewicht jetzt sagen möchte. Ja, wir haben, also das ist ja das Schöne, wir haben rechts das Gleiche, wie wir es kennen. Wir haben Betas, wir haben Xe, aber wir müssen eben die richtigen Schlüsse aus diesen Betas ziehen. Das mache ich auch ganz, ganz kurz. Es gibt verschiedene Arten. Also es ist generell so, für die generalisierten linearen Modelle musste alles so ein bisschen neu entwickelt werden, weil eben die klassischen T-Tests und F-Tests, die basieren alle auf Abweichungsquadraten, die greifen jetzt hier eigentlich fast durchgängig nicht wirklich. Was noch am vertrautesten hier aussieht, wenn wir mal gucken, welche Tests kennen wir denn hier, wenn wir sagen, ah, Z-Test, das klingt irgendwie gut. Z-Werte, das HBs durch Standardfehler teilen, das sieht irgendwie gut aus. Können wir vielleicht darüber reden? Dann würde ich sagen, darüber rede ich am wenigsten, weil das am unzuverlässigsten eigentlich ist. Also das wird üblicherweise zu liberal, oder es wird in logistischer Regression, sagen wir mal, ist eigentlich nicht wirklich akzeptiert. Das Lehrbuch berichtet es als eine Möglichkeit, Regressionsgewichte auf Signifikanz zu testen, aber ich möchte eigentlich gar nicht drüber sprechen. Ich möchte im Folgenden eigentlich vor allem über solche Likelihoods noch sprechen und Likelihood Ratio Tests. Was Likelihood Ratio Tests machen, ist, sie vergleichen eigentlich immer zwei Modelle. Das sehen wir gleich noch ein bisschen en Detail. Sie würden sagen, lass doch mal das Modell mit diesem Regressor rechnen und lass dieses gleiche Modell nur ohne den einen Regressor rechnen. Zum Beispiel die positiven Lebensereignisse. Wenn wir wissen wollen, bringt es das jetzt? Bringt es das, dass wir im Modell die positiven Lebensereignisse dabei haben? Das Odds Ratio war 1,09. Vielleicht ist es gar nicht, vielleicht endet, ist es keine bedeutsame, statistisch signifikante Veränderung der Odds. Also insofern, vielleicht sollten wir das auch weglassen aus dem Modell. Vielleicht bringt das gar nichts. Und ein Likelihood-Ratio-Test fragt einfach, ist das Modell mit diesem Regressor besser, passt es besser zu den Daten, als ein Modell ohne diesen Regressor? Und das ist so eine ganz, ganz grundsätzliche Idee. Man kann historisch sogar sagen, dass Likelihood-Ratio-Tests, kommen auch von Neyman und Pearson, eigentlich die Mutter aller Signifikanztests fast ein bisschen sind. Und die sind in ihrer einer speziellen Anwendung kann ich sie verwenden, um zu sagen, ist ein Modell mit dem Regressor wirklich besser als ohne den Regressor? Und das nehme ich letztlich als Entscheidung für die Bedeutsamkeit eines Regressors. Und wir sehen es gleich auch noch ganz generell, dass man es verwenden kann, um überhaupt verschiedene Modelle miteinander zu vergleichen. Vielleicht ein Wort noch kurz zum Konfidenzintervall. Konfidenzintervall wird auch oft berichtet, das seht ihr auch oft. Also bei logistischer Regression oder generalisierten linearen Modellen habt ihr oft auch diese Tabellen. Da stehen dann rechts alle möglichen Regressoren, die im Modell waren. Dann kommen die Bs oder Betas, wenn ihr Glück habt. Kommen dann auch schon, wird es schon umgerechnet für euch in Odds Ratios. Wir wissen jetzt, wenn es nicht da ist, ist es auch nicht schlimm. Wir können einfach E hoch B nehmen, dann haben wir unser Odds Ratio. Und dann
kann man entweder noch dazu bestellen beim Statistikprogramm oder es bekommt es schon mitgeliefert, eine Art Konfidenzintervall. Beim Konfidenzintervall ist jetzt natürlich zu beachten, dass es ein Konfidenzintervall für ein Odds-Ratio ist. Das heißt, nicht die 0 ist die entscheidende Größe, sondern die Frage ist, ist die 1 mit eingeschlossen? Wir sprechen ja jetzt also um Veränderungen, multiplikative Veränderungen von Odds, also von Risiken letztlich, also dem Risiko, Patient zu werden. Das schätzen wir durch die Odds, Patient zu werden oder Patientin zu werden. Und wenn es hier einen Faktor gibt, der einen Einfluss hat und wir schlussfolgern, dass er einen Einfluss hat, dann sollte dieses Konfidenzintervall drumherum, also dieser Bereich, dieser Vertrauensintervall, wie man auch manchmal sagt, die 1 nicht mit einschließen. Das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Ja? Wenn man Odds Ratios anguckt, ist die 1 das Entscheidende. Wenn man das Beta an sich anguckt, auch wenn man es nicht interpretieren kann, man kann es trotzdem angucken, dann ist die Frage, schließt ein Konfidenzintervall fürs Beta die 0 mit ein? Ähnlich wie es im linearen Modell auch der Fall wäre. Genau, das vielleicht mehr so zur Erinnerung oder zur Information nochmal. Also, ich würde gern den Rest der Zeit dazu verwenden. Wir haben aber ein bisschen Zeit jetzt noch vor Weihnachten. Wenn ich das heute nicht ganz fertig kriege, werde ich da wahrscheinlich am Anfang der nächsten Sitzung ein bisschen was nochmal zu machen. Ich würde gerne mit euch kurz über die sogenannte Likelihood und Maximum Likelihood Schätzung sprechen. Also das Ganze, was jetzt kommt, das tue ich immer noch, weil Ordinary Least Squares nicht funktioniert für solche nicht normal verteilten, nicht metrischen Merkmale, ist die ganze Idee von Abweichungsquadraten, dass man die minimieren möchte, nicht zielführend. Wir brauchen irgendwie einen ganz anderen Zugang dazu. Wir werden sehen, dass Maximum-Likelihood-Schätzungen, wir werden es nicht sehen, ich werde es euch sagen, Maximum-Likelihood-Schätzungen für viele einfache Dinge, die wir kennen, eigentlich schon wirkt. Also wenn wir einen Mittelwert ausrechnen und mit diesem Mittelwert einen Populationserwartungswert schätzen, mit unserer Körpergröße hier oder sowas, und sagen, das ist ein guter Schätzer für die Körpergröße in der Bevölkerung, dann machen wir eigentlich auch Maximum-Likelihood-Schätzung. Oder wir wissen, dass der Mittelwert der Maximum-Likelihood-Schätzer ist, der Schätzer mit der maximalen Likelihood für den Erwartungswert. Also wir haben es nur nicht so genannt, aber viele Dinge, die wir so getan haben in Statistik, die waren eigentlich schon Maximum-Likelihood-Schätzung. Wir wussten es nur nicht oder haben es nicht so genannt. Haben wir darüber schon mal gesprochen eigentlich, manche von euch mit mir? Kommt noch irgendjemand, der nicht bei mir studiert hat? Ah, sehr gut. Haben Sie von Maximum Likelihood, sind Sie damit belästigt worden im Grundstudium? Nicht wirklich. Also das Wort wahrscheinlich mal gehört, oder? So ein Partywort, finde ich. Kann man mal so, wenn man in der Küche steht mit einem Bier, kann man Maximum Likelihood sagen, ohne genau zu wissen, was ist. So habe ich das zumindest immer gemacht früher. Aber, wenn man so drauf ist, wie ich halt. Aber, dann war es auch eines dieser Worte, wo ich gedacht habe, ich wüsste eigentlich schon gern, was das eigentlich genau ist, bevor ich es weiter verwende. Also die Maximum-Likelihood-Schätzung. Man kann ganz generell sagen, mit der kriegen wir es immer zu tun und deshalb möchte ich auch die Zeit heute darauf noch verwenden und hatte ich ja auch gesagt, wir bekommen es mit der jetzt immer zu tun für alles, wo eigentlich so ein Ordinary Least Squares nicht geht. Greift man sehr oft auf Varianten, sage ich mal, der Maximum-Likelihood-Schätzung zurück. Man kann auch gleich dazu sagen, wir reden sehr unmathematisch drüber, wir reden so ein bisschen drüber, was es ist, aber wie man sie schätzt, wie man sie bekommt, das machen wir eigentlich auch nicht. Das sind letztlich alles computerbasierte Algorithmen, das heißt die Maximum Likelihood ist eigentlich geht auch schon in die Richtung von so einer Brute Force Methode. Ich versuche eigentlich durch ganz brutales Ausprobieren sozusagen rauszufinden, welcher mögliche wahre Parameterwert, den ich ja nicht kenne, die Likelihood meiner Daten maximiert sozusagen. Die Likelihood ist definiert als, da springe ich kurz auf den Slide, das ist von Fischer die Definition, zu sagen, wie wahrscheinlich sind diese Daten in Abhängigkeit von den Modellparametern, ja, unter der Annahme, dass das Modell gilt quasi. Also ich kann diese Äquivalenz schreiben. Ich kann sagen, die Likelihood eines Modellparameters oder eines Modells, für unsere Zwecke gleich können wir auch schon sagen, die Likelihood von genau diesen Betas zusammen, genau diesem Intercept, diesem Beta 1, diesem Beta 2, diesem Beta 3 zusammen, gegeben die Daten, entspricht der Wahrscheinlichkeit dieser Daten, gegeben diese Parameter. Das ist so eine Gleichsetzung. Und darüber
wird es eigentlich auch gelöst. Was man macht, um dieses Maximum, also das ist einfach letztlich so, eigentlich sieht es aus wie so Kurvendiskussion, man will das Maximum einer Funktion finden. Man will das Maximum der Likelihood-Funktion finden. Und was man jetzt einfach macht, ist, man rechnet unter verschiedenen Modellparametern jeweils die Wahrscheinlichkeit dieser Daten aus. Man setzt, oder quasi durch Einsetzen, man setzt unterschiedliche Werte für zum Beispiel diese Wahrscheinlichkeit, Patient zu sein, ein. Ja? Kann ich alles einsetzen zwischen 0 und 1 und dann habe ich einen langen Vektor, der besteht aus Nullen und Einsen, die ich beobachtet habe, nämlich Menschen, die waren Patient oder waren nicht Patient. Und dann, vielleicht sehen wir das gleich noch ein bisschen an einem Beispiel, ist es ein bisschen wie so ein klassisches, zum Beispiel ein Binomialproblem sozusagen. Also ich habe hier irgendwie 300 Menschen, die waren entweder Patient oder nicht. Und wenn das jetzt eine Grundwahrscheinlichkeit von 0,5 hatte, Patient zu sein, dann kann ich das da einsetzen in so eine Binomialformel und dann kommt hinten eine sogenannte Likelihood raus. Und das kann ich nochmal machen für einen anderen Parameter, zum Beispiel für 0,6 oder für 0,8. Und ich werde für ein bestimmtes Datenproblem und einen bestimmten Parameterwert einen Peak sozusagen finden. Was wir hier wiederum noch sehen, warum sind hier zwei Abbildungen? Was ist der Unterschied zwischen diesen zwei Abbildungen? Was ihr hier sehen sollt, ist, also es ist ein total generisches Beispiel für einen Bereich möglicher Parameterwerte, wahrer Parameterwerte, die Daten hervorbringen sozusagen. Und die Frage, die man auf Deutsch auch stellen kann, in irgendeinem Lehrbuch steht es auch mal so, man kann auf Deutsch fragen, welcher Parameterwert hat mutmaßlich die Daten hervorgebracht? Also in irgendeinem deutschen Lehrbuch findet ihr das Wort Mutmaßlichkeit für Likelihood quasi. Das ist hier eigentlich gezeigt, aber was ist hier gezeigt? Hier ist der sogenannte Log dieser Likelihoods gezeigt. Also einfach nur wieder der natürliche Logarithmus und ihr seht, es passiert eigentlich nichts Schlimmes. Wenn ihr das Maximum dieser Funktion sucht, landet ihr hier. Wenn ihr das Maximum dieser Funktion sucht, sieht man nur nicht mehr so genau, landet aber genau am gleichen Punkt. Die Log-Transformation ist monoton, alles ist gut. Mathematikerinnen, Mathematiker, oder Statistikerinnen sollte ich sagen, sind natürlich auch von Haus aus sehr faul und machen immer das, was am einfachsten geht. Und es geht wesentlich einfacher, was sie eigentlich machen, sie suchen das Minimum der negativen Log-Likelihood. Das machen sie eigentlich, weil Minima finden ist einfacher als Maxima finden und Logs anzuschauen ist in diesem Fall einfacher. Das hat wiederum damit zu tun, dass ich, um auf die Likelihood zu kommen mit einem Parameterwert, muss ich alle möglichen y-Werte multiplizieren. Und für die Log-Likelihood muss ich die Logs dieser einzelnen Werte oder dieser einzelnen Wahrscheinlichkeiten nur addieren. Und addieren ist einfacher als multiplizieren. Also, das ist die Likelihood. Ganz einfaches Beispiel, hätte ich vielleicht als erstes machen sollen, bevor ich euch so zutexte. Drei Patientinnen oder Patienten, drei Datenpunkte, nicht 300. Ganz einfach, okay? Die Wahrscheinlichkeit, Patient zu sein oder Patient zu werden, man könnte auch sagen, so eine Art Prävalenz des Patientenstatus in der Population, hat irgendeinen unbekannten Parameter P, den kennen wir nicht. Aber wir wissen sozusagen, okay, der greift für jedes Individuum. Also die Wahrscheinlichkeit von jedem Individuum neu, die sind alle unabhängig voneinander, ist irgendwie P. So, und P suchen wir jetzt. Wir ziehen ein Sample aus dieser Population mit drei Einträgen. Der erste ist Patient, der zweite ist keiner, der dritte ist wieder einer. So, könnt ihr im Kopf schon machen, könnt ihr mir jetzt wahrscheinlich schon sagen, was ist der relative Anteil der Patienten? 2 von 3. So. Könnt euch ein Schild malen, mein erster Maximum Likelihood Schätzer. Was ihr gerade gemacht habt, ist, ihr habt jetzt als besten Schätzer sozusagen diese 2/3 genommen und habt gesagt, na gut, das ist das Beste, was ich habe. Der beste Schätzer für die Wahrscheinlichkeit in der Bevölkerung ist also 2/3. Was ihr formell machen könntet, wenn ihr eine Maximum Likelihood Schätzung sozusagen von Hand durchziehen wollt, könntet ihr sagen, was war eigentlich die zusammengesetzte Wahrscheinlichkeit, genau diese Daten zu beobachten für einen bestimmten Parameterwert. Und das ist letztlich binomial, das Binomialverteilung, das haben wir damals auch gemacht. Was ist die Wahrscheinlichkeit, 2 Erfolge bei 3 Durchgängen zu haben, bei einer Wahrscheinlichkeit von P? Das heißt, beim ersten Durchgang
war es P, der zweite war nicht ein Misserfolg, könnte man sagen, also 1 minus P, der dritte war wieder ein P. Da die alle unabhängig sind, kann ich die alle multiplizieren. Chain Rule der Multiplikationsregel der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Ich kann es auch formell ausdrücken, kann sagen P hoch 2 mal Gegenwahrscheinlichkeit 1 minus P hoch 1. So, P ist jetzt unbekannt und jetzt kommt quasi der Maximum Likelihood Algorithmus, der mit Brute Force sozusagen hergehen würde und in diese Formel alle möglichen P-Werte einsetzen, zwischen 0 und 1. Kannst du einfach machen mit dem Taschenrechner oder schreibst dir ein kleines Programm in R, ja, oder in MATLAB oder was eure Lieblingswaffe zurzeit ist. Das habe ich auch gemacht auf dem Sofa, um schnell diese Kurve zu produzieren. Und dann kommt eine Likelihood raus, die peakt, hat ihr Maximum bei dem, was wir schon vorher wussten oder was wir intuitiv, was unser Gehirn als Maximum-Likelihood-Schätzung produziert hat. Nämlich, wir haben gesagt, na, wenn das die Daten sind, dann hat der Parameterwert 2/3 die höchste Wahrscheinlichkeit, also 0.66. Und das sollte sich hier auch zeigen. In der Praxis kriegen wir es manchmal noch mit sogenannter Restricted Maximum Likelihood zu tun. Dieses Maximum zu finden ist also, wie gesagt, eine schwierige Sache, vor allem, wenn wir eben, das haben wir jetzt natürlich noch nicht, ich habe es einmal vorhin gesagt, als ich gesagt habe, B0, B1, B2, B3, was du jetzt eigentlich machst, du hast diese Daten und du hast mehrere Parameter, für die du Werte suchst. Ja? Du suchst ja nicht nur ein Regressionsgewicht, sondern eine ganze Handvoll. Und jetzt ist es, bei Ordinary Least Squares habe ich immer betont, wie egal das fast ist, ob du mehrere Regressoren hast, du machst deine Matrixdivision oder geometrisch deine Projektion, zack, aus. Bei Maximum Likelihood ist es jetzt schon so, dass die man könnte sich so ein bisschen vorstellen wie so eine Art Landschaft, in der man ein Maximum finden muss oder wenn man die negative Log Likelihood nimmt, eben ein Minimum, aber man muss das absolute Minimum in so einer Landschaft finden. Das ist ein bisschen schwierig. Was man deshalb öfters macht, ist, man macht sogenannte Restricted Maximum Likelihood. Das heißt einfach nur, schätzt nicht alle Parameter gleichzeitig, sehr verkürzt gesagt. Für den Modellvergleich nehmen wir doch oft die Maximum Likelihood, aber wenn wir die Parameterschätzung angucken wollen, wenn wir uns Beta 1, Beta 2, Beta 3 wirklich interessieren, dann machen wir meistens, werdet ihr dann auch sehen, manchmal im Code, da schreibt man dann REML für Restricted Maximum Likelihood. Oder man kann ein Statistikprogramm wie R dazu zwingen, einem bitte die Maximum Likelihood Schätzung zu machen oder die Restricted Maximum Likelihood. Welche Frage zur Likelihood muss jetzt gestellt werden an der Stelle? Gibt es eine? Das war schon fast mein Ausflug in die Likelihood. Schon auch wieder den Teil auch schon überlebt. Gut. Wenn ihr fragt, ja? Gar nicht. Erstmal dahingehend, dass ich nur sage, die Parameter, also Maximum Likelihood ist jetzt einfach nur ein Algorithmus, kann ich sagen. Das, was in der einfachen Regression des Ordinary Least Squares ist, ist so, wie wenn ich Sie frage, interpretieren Sie ein Ordinary Least Squares, dann würden Sie sagen, nee, nicht so richtig, sondern Ordinary Least Squares bringt mir Betas, bringt mir R². Ja? Und so ist mit der Likelihood auch, das war so ein bisschen eine Überführungsetappe jetzt, wir brauchen das eben, um Betas zu bekommen. Das haben wir schon gemacht, die haben wir schon interpretiert. Und jetzt machen wir noch ein bisschen weiter und sagen, ja, sowas wie so ein R² wäre aber schon auch cool zu haben. Ist ja schade, dass das jetzt nicht geht, dass ich das nicht so einfach machen kann mit den Abweichungsquadraten. Und die Antwort der Statistikerinnen und Statistiker war darauf, sogenannte Pseudo-R² zu machen. Die Pseudo-R², die basieren alle auf der Likelihood eines Modells letztlich. Also die Likelihood ist jetzt immer sozusagen so eine Zutat zu allem Weiteren. So wie im Ordinary Least Squares die Abweichungsquadrate eine Zutat sind, die immer drinstecken quasi, so ist es hier die Likelihood. Und vielleicht so als ganz kurzes Preview zu dem, was uns noch bevorsteht jetzt hier, könnte man sagen, das schaffen wir auch alles nicht mehr heute, aber auch nicht, ist nicht weiter schlimm. Als Grundidee haben wir sozusagen jetzt, dass wir sagen, okay, ich kann die Likelihood für ein Modell ausrechnen, oder beziehungsweise für die Parameter, so muss ich es ja sagen. Ich kann die Parameter wählen, unter denen die Likelihood maximal wird. Und dann kann ich auch, also für diese ganzen Daten und dieses ganze Modell jetzt gerade, kann ich so eine Log-Likelihood ausdrücken.
Und daraus gibt es jetzt quasi die sogenannten Pseudo-R-Quadratmaße und es gibt noch andere sogenannte Informationskriterien. Und die stehen auch so ein bisschen, die sagen mir beide, alle was darüber, wie gut mein Modell letztlich ist und vor allem nicht wie absolut gut, aber wie im Vergleich zu vielleicht einer anderen Variante mit einem Regressor mehr, einem Regressor weniger, einem quadratischen Term, ohne einen quadratischen Term, mit Interaktion, ohne Interaktion, welches Modell ich nehmen sollte sozusagen. Deshalb heißen sie auch Informations- oder das, so stelle ich mir immer das Wort Informationskriterium vor. Ich kann dieses Informationskriterium als Information nehmen, um zu entscheiden, mit welchem Modell ich weiterarbeite. Zum Beispiel, fangen wir mal damit an, ganz einfach, es gibt Akaikes Informationskriterium. Akaike war ein japanischer Statistiker, vor ein paar Jahren gestorben erst. Der hat so in den 70ern, vor 47, 48 Jahren etwa, hat er das Akaike Informationskriterium vorgeschlagen. Wenn man das, kann man einfach mal hinnehmen, dass das AIC, wie es auch heißt, eine einheitslose Maßzahl ist, die aus zwei Zutaten quasi nur besteht, die wir jetzt beide kennen. K ist einfach die Anzahl Regressoren. Das ist schon mal, macht schon mal, damit fange ich mal kurz an, weil das ist einfach, das können wir verstehen. Das kennen wir auch aus dem R-Quadrat, dass wir gesagt haben, na gut, wenn du einfach viel, viel mehr Regressoren nimmst, das ist irgendwie, kann auch nicht die Lösung sein. Also irgendwie muss das Ziel sein, ja auch mit so wenig Regressoren wie möglich die Daten zu erklären. Und dann hier das zweite ist diese Log Likelihood. Die tritt jetzt in den meisten dieser Formeln oder sehr oft als minus zweimal die Log Likelihood auf. Also ihr seht schon wieder, eine Log Likelihood wird sozusagen umgedreht, sodass es Richtung Minimum geht. Und diese Maßzahl nennt man allein auch oft die Deviance. Das steht, glaube ich, auf dem nächsten Slide. Und zum Beispiel ein einfaches Zahlenbeispiel, das kommt noch aus der Statistik 2. In der Statistik 2 im Bachelor haben wir uns mal relativ intensiv damit auseinandergesetzt, sollte man einen Intercept fitten oder nicht an ein Modell. Das ist das gleiche Zahlenbeispiel von dort. Wenn man das dort tut, also das ist eine ganz einfache Regression, ganz stupide, und die hat einen Intercept-Term oder die hat keinen Intercept-Term, dann kann man jetzt mit Maximum Likelihood-Schätzung eine Log-Likelihood ausrechnen für einen bestimmten Datensatz. Und sieht dann hier Folgendes. Also erstmal sieht man, die Log-Likelihood wird größer mit Intercept. Also minus 315 ist größer als minus 319. Und hinten dieses K hat sich natürlich verändert. Also Intercept, dann ist K nur noch 1, also hatte nur noch einen Regressor. Wenn der Intercept dabei ist, hat es eben 2. Wenn ich jetzt diese Formel von Akaike anwende, dann drehe ich das also rum sozusagen. Dann wird das jetzt größer. Ich addiere hier mehr dazu, bin dann aber insgesamt immer noch kleiner. Ah nee, genau, ja, nee, so ist es. Das wird insgesamt größer. Also ich komme am Schluss dabei raus, dass das AIC mit dem Intercept der absolut kleinere Wert ist. Und das ist so eine Daumenregel, die kann man wissen für alles, weil wenn man jemals statistische Modelle ab hier sieht, auch bei Jamovi, oben gibt es oft AIC, da könnt ihr, wenn ihr zwei Modellvarianten habt, die kleinere Zahl ist erstmal das bessere Modell sozusagen. Ja, ihr wollt eigentlich kleinere Zahlen. Ein bisschen ungewöhnlich in der Statistik, was sonst immer. Bigger is better, in dem Fall smaller is better. Und zwar absolut. Also minus 60.000 wäre besser als minus 58.000, ja, zum Beispiel. Davon gibt es noch, von diesen Informationskriterien gibt es noch andere Varianten. Hier habe ich euch nur nochmal hingeschrieben, dass man diesen Ausdruck, minus zweimal die Log-Likelihood, den nennt man auch die Deviance. Das ist sozusagen ein wichtiger eigener Ausdruck in der Statistik. Man kann also sagen, Akaikes Informationskriterium ist einfach die Deviance plus zweimal die Anzahl Parameter. Und dann kam in den späten 70ern, kam der Schwartz noch daher und hat das sogenannte Bayesianische Informationskriterium vorgeschlagen, wo er gesagt hat, naja, wir sollten das ein bisschen anders machen. Ich schlage eine andere Gewichtung vor. Also ich arbeite genauso mit der Deviance. Deshalb ist das AIC. Und ich finde es lustig, dass das eine A und das andere B heißt. Das ist irgendwie, glaube ich, Zufall. Also beziehungsweise, weil er es Bayesian genannt hat. Vielleicht war es mehr so ein kleiner Scherz von ihm, dass es jetzt also ein AIC und ein BIC gibt. Das BIC quasi arbeitet auch mit der Deviance. Die sind also schon sehr ähnlich. Die sollten auch sehr stark konvergieren. Aber was passiert hier? Hier wird jetzt, das klingt eigentlich auch sinnig, die Anzahl der Beobachtungen, die du in deinem Modell hattest, auch noch eingepreist. Du hast also nicht 2 mal k wird hier dazu addiert,
sondern, wenn ihr mal das bitte vergleichen wollt, sondern k mal den Log von n. Sehr oft sollten, oder meistens eigentlich sollten diese beiden konvergieren. Das heißt, wenn ihr zwei Modelle habt, die ihr vergleichen wollt, mit Interaktionsterm, ohne Interaktionsterm, dann ist die Schlussfolgerung auf der Basis des AIC eigentlich das gleiche wie auf BIC. Beim BIC, weil es ja quasi auch gleich ist, gilt genauso, kleiner ist besser. Genau. Wenn man, weil manche von euch auch einen Base-Faktor vielleicht noch kennen, dass sie sagen, naja, es wäre ja auch ganz cool zu sagen, um wie viel besser passen die Daten zu dem einen Modell wie zu dem anderen Modell. Das haben wir im Grundstudium ganz am Schluss in Statistik 1 mal noch als Base-Faktor kennengelernt. Und der Base-Faktor ist ja so etwas, was manche Leute zumindest versuchen, fast als einen Ersatz für P-Werte oder für Signifikanzentscheidungen zu pushen. Und das ist eigentlich auch der Grund, warum ich dieses Jahr zum ersten Mal den BIC kurz zeige, weil es so einen netten Tunnel gibt, sozusagen, so eine nette Abzweigung vom Base-Schwarzen Informationskriterium rüber zu einem Base-Faktor. Also das ist was, was wir in der Praxis relativ oft benutzen, dass wir zum Beispiel sagen wollen, diesen Regressor in das Modell einzuschließen, macht das Modell um so und so viel besser, also Base-Faktor von 5 meinetwegen. Wie komme ich auf so einen Base-Faktor? Ich komme auf den Base-Faktor, das hat der Kollege aus Amsterdam, der Wagenmarkers, mal gezeigt. Ich komme auf den einfach, indem ich die Differenz von den zwei Base-Schwarzen Informationskriterien nehme. Also das Modell ohne den Regressor minus den BIC aus dem Modell mit dem Regressor, das ganze E hoch, das gibt mir einen Base-Faktor. Das ist schön zu wissen, weil Base-Faktoren kennen mittlerweile sehr viele und können sehr viele auch interpretieren irgendwie. Ich weiß, ein Base-Faktor von größer 3, da wird es irgendwie interessant. Also, das dockt damit einfach ganz nett an, die ganze Idee der Modellvergleiche und der Likelihoods. Es gibt also sozusagen zumindest für eine bestimmte Klasse von Modellen und eine bestimmte Klasse von Modellvergleichen, nämlich sogenannter genesteter Modelle. Also das muss jetzt, du kannst nicht Äpfel- und Birnenmodelle da vergleichen, aber wenn du ein Modell hast, wo das bisschen kompliziertere wirklich eine Variante von dem einfacheren Modell ist, in dem einfach noch was dazu kam, dann nennt man das genestet, dann kannst du mit diesen BICs auch einen Base-Faktor bekommen. Jetzt sagen manche von euch aber, Herr Oble, das ist alles ganz lustig, aber wir wollen alles, was wir verstehen, Signifikanztests. Bitte, können wir nicht einfach per Signifikanztest entscheiden, ob ein Modell besser ist? Das wäre doch so schön. Dann wäre da so ein Freiheitsgrad und so ein P-Wert und sowas. Dann sage ich, be my guest. Wenn die Modelle genestet sind, dann kannst du, jetzt kommt er endlich, den sogenannten Likelihood Ratio Test durchführen. Der Likelihood Ratio Test, warum heißt er so? Nun, es geht los mit einer Ratio, mit einem Bruch aus zwei Likelihoods. Ihr seht, die Likelihood geht nicht mehr so richtig weg. Wir wissen, wir haben nur eine ganz, ganz primitive von Hand ausgerechnet, aber das reicht uns auch, um zu wissen, es geht irgendwie. Ich kann für jede Kombination von Daten und Modellwerten, Parametern eine Likelihood bekommen. Also nochmal, es ist die Likelihood, ganz wichtig, ist die Wahrscheinlichkeit der Daten gegeben ein Modell. Also es ist nie nur die Likelihood der Daten oder nie nur die Likelihood des Modells, sondern gehört eben zusammen. So, aus dieser Ratio kann man eine Prüfstatistik, wenn man sich vornehm ausdrücken will, also sprich eine Testgröße machen, die sich bekannt verteilt, und zwar Chi-Quadrat verteilt. Das ist gut, also nichts Neues irgendwie. Chi-Quadrat-Verteilung, okay, kann man nachgucken, steht in jedem Statistikbuch hinten drin. Und zwar auch die Chi-Quadrat-Verteilung, könnt ihr euch vielleicht erinnern, die ändert die ganze Zeit auch ihre Form, abhängig von den Freiheitsgraden. Ja, wenn die einen Freiheitsgrad hat, sieht es anders aus. Wenn sie viele Freiheitsgrade hat, sieht es auch ein bisschen wie eine Normalverteilung aus. Und wiederum genestete Modelle, das heißt, wenn das eine Modell zwei Regressoren mehr hatte als das andere Modell, also sagen wir mal, das, was hier Modell 0 hat, hat die Regressoren nicht. Und Modell 1 hat dann den Regressor und die Interaktion mit dem Regressor zum Beispiel, also zwei Terme mehr, dann gibt es quasi auch einen Unterschied in den Anzahl Parametern. In dem Fall wäre das dann 2. Aber die Prüfstatistik ganz generell ist minus 2 mal den Logarithmus dieser Likelihood Ratio, was, Achtung, schon wieder die gleiche Rechenregel drauf hinausläuft, einfach die zwei Log-Likelihoods voneinander abzuziehen. Ein weiterer Fall, wo Log-Likelihoods viel einfacher sind, da muss ich keine Brüche rechnen, sondern ich kann hier einfach die Log-Likelihood der einen
minus die Log-Likelihood der anderen. Und das kann jetzt in die eine Richtung, oder das ist für eine Chi-Quadrat-Statistik egal, in welche Richtung das geht. Deshalb, das spielt Vorzeichen jetzt keine Rolle mehr. Das ist mehr, kann man sich vorstellen, wie so eine Distanz. Und die ist also Chi-Quadrat verteilt. Genau, ich habe das hier, glaube ich, mal gemacht. Für was habe ich denn das gemacht? Genau. Das ist auch wieder dieses Beispiel mit oder ohne Intercept. Das ist ein genestetes Modell, weil es hat entweder ein Intercept oder es hat keinen Intercept. Da war die Log-Likelihood, hat sich ja um, was war die, minus 315 und minus 319 oder sowas. Wenn ich das alles richtig gemacht habe, also das kommt hin, genau. Die Log-Likelihoods unterscheiden sich um 4, 319, 315 mal 2 ergibt mir eine Chi-Quadrat-Statistik von 8. Da brauche ich eigentlich kein Signifikant, brauche ich keine Tabelle. Wenn ich höre Chi-Quadrat 8, das klingt irgendwie groß, zumindest bei wenigen Freiheitsgraden, wie einem Freiheitsgrad. Also kann ich in dem Fall auch sagen, diese beiden Modelle unterscheiden sich signifikant voneinander. Das seht ihr manchmal, aber in der Praxis spielt es nicht so eine Riesenrolle, für diesen Vergleich von Modellen. Wobei ich muss aufpassen, was ich sage. Wir hatten ja vorhin, habe ich ein bisschen amok gesprochen. Dieser Log-Likelihood-Ratio-Test, der wird natürlich schon verwendet, wo hatten wir das denn gerade? Hier hatten wir es ja, da war es ja am Schluss drauf. Genau, da hatte ich ja gerade gesagt, darauf steuert es eigentlich hin. Das ist im Prinzip genau das Gleiche, seht ihr das? Likelihood mit einem Regressor, Likelihood ohne einen Regressor, minus zweimal der Log dieses Verhältnisses ist die Chi-Quadrat-Statistik. Tatsächlich machen wir, also wenn Sarah Thune oder so mal ein Paper von sich mitbringen würde oder so, wenn sie in der Praxis, machen wir die Statistik für einzelne Regressoren tatsächlich so. Ja, also wenn ihr einen P-Wert in einem Paper von uns seht, wo steht, keine Ahnung, Alter des Probanden hatte einen Einfluss auf die Lösungswahrscheinlichkeit für ein Item oder so, dann ist es letztlich meistens mit so einem Likelihood-Ratio-Test gemacht. Okay, das wäre doch eigentlich ein schöner Zeitpunkt, um aufzuhören, denke ich. Und die Pseudo-R-Quadrat-Maße, die könnten wir dann einfach nächstes Mal besprechen. Habt ihr noch Fragen oder so? Oder irgendwas, was wollen wir noch besprechen? Ein paar Minütchen hätten wir sonst noch. Ihr müsst mir den Gefallen nicht tun. Ich saß gestern im Sofa und habe sehr viele Fragen mir überlegt, die ihr euch stellt, die ich nicht hören möchte jetzt, die ich glaube ich nicht so gut beantworten kann, aber es ist ja gut, wenn ihr gar keine habt, dann ist ja gut. Ihr kennt ja die Fraktalität des Unwissens. Je mehr man über was weiß, umso schlimmer wird es und umso weniger hat man das Gefühl, was zu verstehen. So geht es mir auch mit dem generalisierten linearen Modell immer. Ich tauche da ein und dann denke ich, aber was ist mit dem, was ist mit dem, aber... Das brauchen wir heute auch nicht anfassen. Das sind dann Türen, die irgendwann aufgehen, wenn ihr auch tiefer einsteigt. Ja, gerne. Mehr so eine Organisation. Ja, gibt es auch noch, stimmt. Wir hatten damals in der Online-Lehrzeit immer so ein Lieferfett, wo wir auch nachträglich noch reinschreiben. Ja, können wir machen. Das können wir machen. Ich fände es auch nett. Also ich denke, sowas ist ja immer, wäre auch sinnvoll, wenn es dann Richtung Klausurvorbereitung oder so geht. Also ich fände es gut. Können wir gerne machen. Ich wollte jetzt nur keine Doppelung zu sonstigen, was weiß ich, die Coxies haben noch eine Übung. Ihr habt alle ein Seminar. Wollte ich jetzt keine Doppelung machen. Aber wir könnten halt einfach oben in dem Kurs, das muss ja nicht speziell für die Vorlesung oder Seminar. Habt ihr im Seminar, habt ihr das auch nicht? Oder so. Okay, dann mache ich es dann richtig mal sowas ein einfach noch. Okay? Und dann können Sie ja, dann machen wir es wie früher auch, dass Sie können ja sonst die Vorlesung erwähnen. Sie können sagen, okay, Frage zu Vorlesung 7, Frage zu Vorlesung 8 oder so und das vielleicht ein bisschen schon mal selbst organisieren oder so. Ja, dann kann man da reinschreiben, was noch so kommt. Gut. Ja, dann bedanke ich mich mal wieder, dass ihr schon wieder so eine harte Etappe mitgegangen seid und sehen uns nächste Woche. Alles Gute euch. Ciao.